Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir haben eine kleine Neuigkeit, zeige ich jetzt mal so. Kitty ist gerade nicht zu Hause. Willst du erzählen, wo sie ist? Ja. Dann mach das mal. Kitty ist gerade beim Tierarzt. Es ist 11.42 Uhr. Sie wurde wahrscheinlich schon kastriert. Ja, ich muss ganz Zeit an Kitty denken, wie es ihr da geht. Welcher Arzt hat sie operiert? Und in 2 Stunden wird Kitty von mir abgeholt und das werde ich auch dennoch filmen, wie sie sich so verhalten wird, wie sie laufen wird, wenn sie ist ja dann frisch nach der Narkose. Ja, mach mir schon viele Gedanken um sie. Also ich habe gestern so daran gedacht, ja, heute früh anfangen zu filmen. Und im Endeffekt habe ich das dann komplett verpeilt, habe nicht mehr daran gedacht. Ich habe gedacht, wir filmen sie dann, wenn wir sie in der Transporttasche zum Auto bringen. Aber ja, habe es komplett verpeilt, weil ich habe dann noch Fix mitgenommen gehabt. Dann bin ich gleich mit ihm Gassi gegangen und... Ja, also Kitty ist jetzt nicht zu Hause, es fühlt sich irgendwie schon irgendwie leerer an, ne? Ja. Und was viele sagen, ja, Weibchen werden nicht kastriert. Doch, es werden Weibchen kastriert, es werden Männchen kastriert und es können auch Männchen und Weibchen sterilisiert werden. Das ist ein sehr großes Irrtum von ja. vielen. Wir haben heute mal die Zeit genutzt, haben bei unserem Hamster, beim Krümel, sauber gemacht. Bei ihm war das komplette Rad am Rand dreckig. Hier war alles voll mit Sand. Hier stand seine Sandschüssel, sein Sandbad. Und da war alles voll mit Sand. Da war auch mit dem Futtersand. Und jetzt haben wir alles umgestellt, haben wir den Sand da drunter hingestellt. Und was ist denn hier passiert? Hoppla! Guckt euch das mal an. Neue Deckenleuchte, würde ich mal sagen. Deckenleuchte heißt das. Das ist mit Fernbedienung. Da kann man anmachen. Kann man verschiedene Farben auch anmachen. Disco-Licht. Kann man auch warmweiß machen. Verschiedene Farben. Ja, werden wir dann. Der Fernseher ist wieder aus. So komisch. Okay. Obwohl ich nichts gedrückt habe. Ja, war vorhin auch schon. Warum liegt mein Cap auf dem Boden? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Wo warst du in dem Licht? Ah ja, werden wir dann, wenn es draußen dunkel ist, mal anmachen und gucken, wie es dann ist, wenn es, sag ich es mal, dann im Raum auch dunkel ist, wenn man das Licht anmacht. Also auf jeden Fall gefällt mir das bis jetzt die Helligkeit. Muss ich gucken, wie es ist, wenn es dunkel ist. Irgendwie mal weg. Oh, mein Essen! Puh, ist noch nicht verbrannt. Ich habe komplett vergessen, mein Sandwich. Und hier in der Küche habe ich jetzt auch eine neue Lampe. Jetzt ist es schön hell bei mir in der Küche. Dann werden die Videos auch viel besser, nicht so dunkel. Ja, werde ich dann auch alles ausprobieren, wenn es dunkel ist. Wir wollen jetzt mal beim Tierarzt anrufen und nachfragen. Guck, ich stehe sofort auf, Kamera fällt. Was jetzt nun ist mit Kitty, ob sie schon operiert wurde. Weil ich kann einfach nicht still schon sitzen. Ich kann einfach wach ist oder ob sie noch schläft. Es ist jetzt gleich 13 Uhr und dann, ja. Ja, alles gut gegangen mit deiner Kitty. Ist sie schon wach? Kitty ist wach. Mhm. Ja. Ja? Okay. Also kann man sie rein theoretisch schon abholen? Ja. Okay. Sie genießt ihr Häuschen hier mit Wintergarten. Okay. Ja. Na dann, bis nachher, ja? Ihr Winterhäuschen mit Garten. Ja, Kitty ist wach. Sag dich doch, sie wird schon. Mhm. Oh Gott. Ja, mal sehen, wie sie dann drauf ist, wenn sie zu Hause ist. Ja. So, sie macht sich jetzt fertig. Wir holen, sie holt gleich Kitty ab. Ich habe mal die Rollos runtergemacht, das Licht angemacht. Schönes Licht. So, einmal hier. Disco. Nein, rot. Blau. Oh, grün. Ich bin so aufgeregt. Mensch, ich sehe meine Kitty wieder. So, was gibt's hier noch so? Gelb. Blau. Lila.
schön. So, machen wir aus. Aus, aus. So. So, ich habe Kitty jetzt abgeholt. Sie ist nur am Liegen. Wirkt ganz durcheinander. Und ist ganz ruhig. Jetzt gerade miaut sie. Aber ist alles gut gegangen, hat mir die Ärztin gesagt. Erst heute Abend darf sie was fressen. Ja, jetzt schreit sie. Da war sie ruhig beim Arzt. Nur ganz besoffen. Kitty ist jetzt zu Hause. Sie leckt sich die ganze Zeit. Wir haben hier eher den Wasserbrunnen angemacht. Trinken möchte sie nichts. Sie leckt sich da die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir packen sie besser in die Transportbox. Ja. Dann soll sie sich da ausruhen. Ein paar Neuigkeiten von Kitty. Es ist schon abends, gleich 20 Uhr. Jetzt bekommt sie was zu fressen. Nassfutter. Ich habe einfach mal das billige, also ein billiges Felix-Nassfutter für sie gekauft. Ja, weil wir kein anderes hatten. Das ging ja halt auf die Schnelle. Das habe ich ihr ein bisschen mit Wasser verdünnt. Dass sie auch nicht so große Stückchen dann frisst, damit die sich auch nicht verschluckt oder sonst was. Ja, sie ist hier bei mir im Bad. Hier ist eine Wärmflasche, habe ich ihr gemacht gehabt. Die ist mittlerweile schon kalt. In der Transporttasche war sie die ganze Zeit drin, damit sie hier überall nicht hochspringt. Sie ist einmal auf die Waschmaschine schon hochgesprungen. Und ja, also ich habe die Wärmflasche. Ich habe die Wärmflasche ihr in die Transporttasche reingelegt und hat sie mit der auch gekuschelt. Hat sie darauf geschlafen. So eine schöne Decke. Nee, das sind glaube ich sogar, ja, das sind sogar zwei Decken. Ich wollte noch Heizung für sie anmachen, aber die wurde nicht mehr warm. Kitty? Guck mich mal an. Okay, mittlerweile hat sie jetzt auch schon normale Augen. Davor waren die Pupillen richtig groß. Jetzt sind die schon etwas besser, ja. Hier hat sie auch noch einen Wasserbrunnen zu stehen. Dann kann sie was trinken. Kratzbaum, da ist auch noch eine Schüssel von Trinken von den Hunden noch. Hier ist eine Kittentoilette, die haben wir noch gehabt von Kitty. Und haben wir die genommen, weil die ist schön klein, nicht so hoch. Weil die andere, die ist glaube ich so hoch, also so von der Höhe. So, jetzt frisst Kitty jetzt wieder. Also, ihr ist gut, alles gut. Sie hat die OP gut überstanden. Jetzt werden wir mal die Tage beobachten, wie es so mit ihr ist. Und am 20. war das? Ja. Ja. Am 20. müssen wir wieder mit ihr zum Tierarzt, um die Fäden zu ziehen. Ja. Also, ist bis jetzt alles in Ordnung mit ihr. Sie ist nur einmal auf die Waschmaschine draufgesprungen. Ich hatte schon Angst, dass sie gleich runterfällt. Aber sie ist noch etwas. Ja, ja, jetzt frisst sie etwas. Also, ich werde jetzt ihr auch nicht alles geben. Nicht alles sofort auf einmal, nach und nach. 21 Uhr kann man ihr nochmal was geben oder 22 ja, Uhr. Oder kurz bevor wir schlafen gehen, ihr noch eine Kleinigkeit geben. Und wir werden sie wahrscheinlich, ich denke mal eher in der Transporttasche über Nacht lassen, damit sie nicht rumspringt, weil wenn sie jetzt zum Beispiel zum Katzenklo möchte, würde sie sonst normalerweise übers Türgitter rüberspringen. Das ist auch schon recht hoch. Und ich denke, was wäre besser, wenn sie einfach in der Transporttasche bleibt. Wir gehen meistens sowieso spät schlafen. Ja. Dann würde sie dann auch einfach schlafen. Und morgen früh lassen wir sie wieder raus. Gucken, wie sie dann drauf ist, wie es ihr geht. Weil wenn wir sie jetzt nachts, sag ich mal, frei laufen lassen in der Wohnung, Türgitter ist zu wegen den Hunden. Und wenn sie es nicht schafft, richtig auf das Türgitter drauf zu springen und sie stützt irgendwie ab, kann sie ihre Wunde aufreißen. Die ist ja zugenäht mit Fäden. Das kann sie aufreißen und wir schlafen nass. Wir bekommen das nicht mit und es kann dann schlimm enden. Und wir werden sie nachts natürlich auch auf Klo lassen und trinken lassen. Also und morgen kann sie wieder dann normal durch die Wohnung spazieren. Ja, aber das Türgitter, ja, wenn sie da hochspringen, das ist wie so bei einem Vogel die Stange im Käfig, wo der dann draufsteht, sage ich jetzt mal so. So könnte man sich das so vorstellen.